Wir stehen hinter dem Landeshauptmann und seiner unbürokratischen, raschen Geldvergabe. So hat heute ein spontan gegründetes 30-köpfiges Komitee mit Vertretern von Vereinen, Verbänden und Organisationen Solidarität mit Luis Durnwalder bekundet. Gegen den Landeshauptmann ermittelt derzeit der Rechnungshof und auch die Opposition übt lautstark Kritik. Die öffentlichen Gelder des sogenannten Sonderfonds seien zwischen Ehrenamt und Bittstellern undurchsichtig verwaltet worden. Im Kolpinghaus in Bozen trudelten heute Vormittag 30 Personen ein. Innerhalb von 24 Stunden waren sie zusammengetrommelt. Und auch ein großes Plakat fehlte nicht. Wertschätzung für den Landeshauptmann. Leo Tiefenthaler vom Südtiroler Bauernbund war einer der Initiatoren dieser spontanen Solidaritätsaktion für den Landeshauptmann. Wir wollten mit dieser Pressekonferenz nur darauf hinweisen, dass eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel Gutes geschehen ist, vor allem was das Ehrenamt betrifft. Eine Ordensschwester rief zum Nachdenken auf. Die Art und Weise, wie gegen Luis Durnwalder vorgegangen werde, sei nicht fair. Gekommen waren Vertreter von verschiedenen Vereinen und Organisationen, Bäuerlicher Notstandsfonds, Alpenverein, Weißes Kreuz, Verein für herzkranke Kinder und auch Privatpersonen. Ich habe so langsam das Gefühl, dass mit solchen Aktionen gezielt auch gegen das Ehrenamt agiert wird. Ich schäme mich, sobald man weiß, dass ein Landeshauptmann abtritt, jetzt kommen die Ratten aus den Löchern. Und jeder wird schneidig und dann werden Sachen ihm angekreidet, die 20 Jahre lang in Ordnung waren und wo jeder weiß und jeder gewusst hat, wie es funktioniert. Und so hat's funktioniert. Der Landeshauptmann hat aus seinem Repräsentationsfonds, aus seinem Sonderfonds und aus einem Solidaritätsfonds Gelder verteilt. Vom Maturaball bis zur Kinderkrebshilfe wurden die Kassen aufgebessert. Ich kann mich erinnern, wo bei einem Jubiläum eine Kindergruppe aufgetreten ist und sich wahrscheinlich in vielen Stunden vorbereitet hat, um ein Stück zu spielen. Und diese da haben dann ein Trinkgeld bekommen, um nachher ein Eis zu essen. Und die Kinder, glaube ich, haben gestrahlt. Und sowas sollte auch in Zukunft noch Gültigkeit haben. Einmal haben wir aus dem Sonderfonds vom Landeshauptmann ca. 120.000 Euro für das Projekt Notfallseelsorge erhalten. Jeder, der einmal in die Lage gekommen ist, und den Dienst in Anspruch genommen hat, weiß, wie wichtig der ist. Laut Rechnungshof sei der Großteil des Sonderfonds unrechtmäßig verwaltet worden. Auf der heutigen Versammlung sieht man das anders. Dass sogar Landesangestellte wie der ehemalige Direktor der Leimburg, Klaus Platter, mit Trinkgeldern für Abendeinsätze belohnt wurden, wird hier nicht verurteilt. Wenn jemand anerkennt, dass ich freiwillig mehr tue, als ich müsste, finde ich das durchaus vertretbar. Ob es geschickt war, nicht geschickt war, das ist eine andere Bewertung. Zu den Spendengeldern, die der Landeshauptmann von Unternehmern erhielt, um sie Hilfsbedürftigen zur Verfügung zu stellen, wollten sich die im Kolpinghaus Versammelten nicht äußern. Für mich als Feststellung noch mal zum Schluss ganz klar, etwaige Verfehlungen sind mit der gebotenen Strenge zu ahnden, aber man kann nicht alles über einen Kamm scheren. 120.000 Euro stehen dem Landeshauptmann jährlich für Repräsentationszwecke zur Verfügung. 72.000 Euro zusätzlich enthält der Sonderfonds. Im Landtag liegt inzwischen ein Gesetzentwurf auf, der das Verteilen der Sondergelder neu regeln soll.